Moin moin, ich freue mich sehr, mit diesem Video die Vorweihnachtszeit auf meinem Kanal einzuläuten und überhaupt mir ein bisschen Weihnachtsfeeling zu bringen. Genau das ist auf jeden Fall auch das Ziel dieses Tauschpakets, denn ich habe die liebe Steffi vom Kanal Buchschnack angeschrieben, ob sie vielleicht Lust hätte auf ein Tauschpaket zum Thema Weihnachten und Winter, weil ja, irgendwie ist so ein Tauschpaket natürlich immer schön. Und ich finde, jetzt, wo man so auch ein paar Entbehrungen hat und die Weihnachtszeit, die ich so sehr liebe, gar nicht so genießen kann, nicht in vollen Zügen wie sonst, nicht auf Weihnachtsmärkte gehen kann und auch nicht so viel Shopping und Bummeln und mit Freunden irgendwas erleben. Ja, das ist alles irgendwie nicht so richtig drin. Und deswegen hatte ich einfach diese Idee, einfach ein bisschen Freude in der Vorweihnachtszeit zu schenken. Ich meine, es gibt natürlich auch immer diese Wichtelaktionen zu Weihnachten, die auch total toll sind. Aber ich fand es eben auch besonders wichtig, das schon ja, in der Vorweihnachtszeit diese Freude zu schenken, gar nicht erst zu Weihnachten. Und deswegen hatten wir so Ende November, Anfang Dezember auch angepeilt. Und ja, zum Einleiten ist es wunderbar. Heute ist das Paket angekommen von der lieben Steffi. Wir haben uns einen Betrag ausgemacht und haben uns gegenseitig unsere Bücherwunschlisten geschickt und auch einen kleinen Steckbrief mit Sachen, die wir mögen und die wir nicht so gerne mögen. Und also es wird hier auf jeden Fall mindestens ein Buch enthalten sein und zum Thema Weihnachten und Winter halt alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Ich weiß es halt noch nicht, was drin ist. Ich kann nur sagen, dass es unglaublich viel Freude gemacht hat, für die liebe Steffi einkaufen zu gehen und ja, etwas auszusuchen und mich zu freuen, ihr eine Freude zu machen, das Ganze dann auch noch schön einzupacken. Allein das hat mich schon ja in Weihnachtsstimmung gebracht und ich freue mich einfach auch wahnsinnig, ihr Video zu sehen. Und das ist das Tolle bei Tauschpaketen, wo man dann auch noch ein Video zu dreht, wo man es auspackt, weil man dann die Freude direkt beim anderen im Gesicht sehen kann. Und ja, das ist genauso schön oder fast noch schöner als ein Geschenk oder ein Paket selbst auszupacken. Aber ich bin natürlich auch super neugierig, was hier alles enthalten ist. Wir haben immer mal wieder zwischendurch ja ein paar Nachrichten hin und her geschickt, wie weit wir sind und wie viel Spaß es bringt. Und Steffi hat zu mir gesagt, sobald das Paket ankommt, musst du es eigentlich direkt auspacken, damit du da deine Freude mit hast. Sie meinte, es wäre irgendwas, was sonst nicht mehr so schön aussieht. Ich habe jetzt so gedacht an Blumen oder irgendwie sowas, dass die vielleicht verwelken. Aber ja, ansonsten habe ich keine Ahnung. Ich habe mich jetzt hier aufgerüstet mit Cutter und werde das gute Stück jetzt mal aufschneiden und dann blicken wir da mal rein. So. Oh, mir kommt da schon was entgegen. Und zwar leuchtet es golden, gülden und eine Lichterkette sehe ich. Vielleicht soll ich deswegen direkt aufmachen. Das gleiche, lustigerweise habe ich auch überlegt, ob ich ihr eine Lichterkette mit reinmache, damit das schön funkelt und hübsch aussieht. Ich dachte auch, nee, dann geht nachher die Batterie alle. Wahrscheinlich ist es genau das. Ja, jetzt muss ich mich da erstmal durchwühlen durch den schönen Stoff. Oh, wie hübsch es ist. Oh nein. Kommt schon die halbe Lichterkette kommt mir hier entgegen. So, jetzt zeige ich euch es nochmal ohne diesen schönen Stoff. Und da kommen mir schon ganz viele verschiedene Päckchen entgegen. Und ja, ist dann heute schon Weihnachten? Ja. Puh, okay, also eine Karte habe ich nicht übersehen, ne? Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge auspacken soll. Aber ich sehe hier keine Nummern. Von daher fange ich einfach mal hier an. Da sind süße Hunde drauf mit Pullis und mit Geweih. Ja, ich hatte ihr, glaube ich, auch aufgeschrieben, dass ich ein Hundemensch bin. Was könnte das sein? Oh, das fühlt sich nach Weihnachtsmann an. Nach einem Weihnachtsmann. Knusper Crispy Krusty, ein Weihnachtsmann Milka.
Ja, ich hatte nämlich draufgeschrieben, dass ich keine reine Vollmilchschokolade mag, nur wenn irgendwas mit dabei ist. Und ja, das ist natürlich sehr gut. Der kommt sofort in den Kühlschrank, weil ich sehr gerne gekühlte, knackige Schokolade mag. Das ist schon mal, ja, ein guter Start. Dann haben wir hier auch wieder total süß verpackt mit Engelslocken und dem Bruder, was steht da? Merry Christmas. Rentieren drauf und das ist sehr, sehr weich. Es könnten Socken sein vielleicht. Oh ja, ich kann das echt gut erraten. Ich habe schon die ersten. Oh, wie süß! Weihnachtssocken! Die passen zu meinem Outfit. Und da ist auch ein Rentier. Oder ist es ein Hund mit Geweih? Und eine Schneeflocke drauf. Die sind cool. Ich weiß nur nicht, ob die passen. Die sehen so ein bisschen klein aus, aber werden sich ja wohl dehnen, oder? Nein, aber die sind super. Die werden auf jeden Fall an Adventssonntagen und Weihnachten getragen. Wenn das denn auch endlich mal ein bisschen kälter wird, dann kann man die auch sehr gut nutzen. So, was haben wir hier noch? Wieder dieses wunderschöne Hundepapier. So, kann ich diesmal auch. Und das ist was zum Düfteln. Das fühlt sich an wie ein Goose Creek Melt. Das ist immer gut. Bin ich gespannt, welchen Duft sie mir da ausgesucht hat. Ah, davon hat sie, glaube ich, selbst geschwärmt. Und zwar Dutch Stroop Waffle. Oh ja. Oh ja, der ist lecker. Ich glaube, an den habe ich auch noch nie gerochen. Ich weiß, dass viele davon geschwärmt haben und dass den mochten. Muss noch mal riechen. Ja, riecht natürlich süß und vanillig und hat dann auch leicht so eine buttrige Keksnote mit dabei. Ob da jetzt Karamell oder so, rieche ich da jetzt nicht raus zum Glück. Ja, läuft mir glatt das Wasser im Mund zusammen. Das mache ich mir dann auch gerne. Gemütliche, gut duftende Leseabende. So, was habe ich hier? Das ist besonders groß. Soll ich mir das bis zum Ende aufbewahren? Ist aber groß, aber leicht. Groß und leicht. Ja, damit mache ich jetzt weiter. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir neuwertige Bücher schenken, weil ich ja so ein kleiner Pingel bin. Und ich finde, bei 50 Euro ist das auch auf jeden Fall drin, dass irgendwie dann auch noch neben dem Buch was Schönes reinzupacken. Ist das ein Ball, irgendwas Rundes da drin? Irgendwas bewegt sich da auf jeden Fall drin. Styropor fühle ich. Und ich krieg's nicht raus. Ups, gut. Mach's hier kaputt. Hilf's nicht kaputt machen, okay. Bisschen mehr mit Geduld auspacken. So. So, jetzt haben wir hier diesen Würfel und ich habe es hier schon ein bisschen eingerissen. So, ich habe mir noch mal hier den Cutter geholt, noch mal hervorgebuddelt. Mache ich mir ganz vorsichtig. Was könnte geschützt werden? Porzellan? Vielleicht ein Becher? Cooles. Also es ist auf jeden Fall ein Becher, aber was ist das da drin? Wofür ist das? Und ich würde eigentlich eher das so rumstellen. Also es ist innen drin ist eine Tanne. Achso, man kann das gar nicht rausnehmen. Also man trinkt dann daraus, wo die Tanne ist.
und man kann es zumachen mit dieser Schnee. Also das ist ja sehr innovativ. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Spannend. Ich glaube, wenn ich es dekorieren würde, würde ich es so rumstellen, oder? Es soll doch eine Tanne sein, oder? Falsch rum. Falsch rum mit Tanne. Ja, also spannend habe ich noch nicht so gesehen. Bin ich ja mal gespannt, wo du das her hast und wo du das gesehen hast und wie du darauf gekommen bist. Und ob man daraus, weil das ja so doppelbödig ist, ob man daraus auch Tee trinken kann. Also auch heiße Getränke, das müsste ich dich dann auch nochmal fragen. So, dann haben wir hier noch leckeres Schokoladen. Konfekt, jetzt über hier. Stravopor. Also Nougatzapfen, Blätterkrokant und nochmal ein Nougatzapfen. Lege ich mal hier so hin. So, jetzt wo wir so ein großes hatten, nehme ich mir mal so ein ganz kleines. Was könnte das sein? Es fühlt sich auch eher weich an und hat aber auch einen harten Kern. Ein Tuch. Ach nee, es ist Tee. Da haben wir einmal den Bratapfel, den süßen Bratapfel. Das finde ich gut, weil ich mag Früchtetee, aber nur wenn es nicht irgendwie Hagebutte mit Hagebutte und so ist, dann finde ich die meist zu sauer. Muss natürlich gleich nochmal riechen. Und Apfeltees finde ich immer sehr, sehr gut. Nochmal Bratapfel. Und Überraschung, nochmal Bratapfel. Dann habe ich dreimal süßen Bratapfel. Steht aber nicht drauf, wann sonst drin ist. Muss ich mich überraschen lassen. Und jetzt nehmen wir wieder ein etwas größeres. Das ist auch sehr schönes Papier. Fällt mir sehr gut, die Kombi. Doch ein sehr festes Papier. Und es fühlt sich auch wieder nach einem Goose Creek Melt an. Wo hattest du da noch so von geschwärmt? Na komm, das Papier ist so schön. Ich glaube, das würde ich tatsächlich nochmal verwenden, wenn ich das da richtig rauskriege. So, was haben wir denn hier? Oh, Christmas Wreath. Den kenne ich noch gar nicht. Ist das einer von der neuen Kollektion? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich mag ja den Red Apple Wreath oder Wreath von Yankee Candle sehr gerne. Ist ja so ein Apfeltannenduft. Oh ja, der ist auch apfelig. Apfelig. Oh, ich bin ja ganz schlecht bei Düfte rausriechen. Ich kann riechen, dass da Apfel drin ist. Und etwas Herbes. Zimt ist da auf jeden Fall auch drin. Ob ich da so eine Tanne rausrieche, kann ich gar nicht so sagen. Ja, auf jeden Fall Apfel und Zimt und noch irgendwas Herbes. Ja, muss ich einfach in die Lampe machen. Da freue ich mich. Ja, richtig, richtig cool. So, jetzt haben wir noch ein kleines und tatsächlich zwei Bücherpakete. Jedenfalls sieht es aus, als wären es zwei Bücher. Ich werde jetzt mal das kleinste hier nehmen. Kann ich nicht sagen, was es ist. Das ist auch ein ganz anderes Papier, nämlich grüne Mistelzweige, glaube ich. Könnte das sein? Nee, ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall irgendwas Kleines, Hartes. Nichts Weiches. Oh, wie schön. Ist das ein Lesezeichen? Und eine Uhr. Aber wie macht man das? Ist das denn auch länger? Warte, ich befreie es mal von der Pappe. Ich dachte erst, es wäre eine Kette oder ein Ohrring, aber ich glaube, es ist ein Lesezeichen. Besonders gut festgemacht. So.
Also das ist in der Tat sehr schön. Aber da muss ich gleich mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Weil was man jetzt ins Buch hängt, weil das Blatt ja krumm ist, es ist ja nicht gerade. Das heißt, man könnte, würde entweder das Blatt kaputt machen, wenn man es ins Buch legt, oder legt man das andere rein. Oder hängt man das hier ums Ohr? Ja, also ich vermute, es ist ein Lesezeichen, aber ich brauche Aufklärung. Es ist auf jeden Fall wunderschön und ich möchte es mir gerne überall hinhängen. Als Kette, als Ohrring wäre das auch perfekt gewesen. So, jetzt kommen wir zu dem spannendsten Teil. So, ich habe hier noch einen, so ein Blätterkrokant. Jetzt habe ich hier nur noch die Lichterkette. Mit der kann ich auch wunderbar dekorieren. Vielleicht ein bisschen an meinem Bücherregal für meine Videos hinten machen. So, wir haben diese beiden schönen Bücher, wieder das schöne weiß-goldene Papier und die süßen Dackel. Also es ist wirklich ein zuckersüßes Papier. Ja, eins ist dünner als das andere, sind auf jeden Fall zwei Taschenbücher. Und ich habe Steffi auch wirklich nur meine Bücherwunschliste für Weihnachts- und Winterbücher geschickt. War ja, das habe ich. Ich habe damit irgendwann mal angefangen, tatsächlich die zu sortieren und nur weihnachtliche und winterliche Titel drauf zu machen. Ich bin da dann, bevor ich Steffi das geschickt habe, dann nochmal rübergegangen und habe geguckt, was ich da vielleicht noch raufpacken kann. Und ja, alleine das hat auch schon viel Freude gemacht. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was sie, da sind ziemlich viele Bücher drauf gewesen, was sie da ausgewählt hat. Es ist blau und ich sehe Schneeflocken. Kann ihr aber noch nichts. Macht es ja auch immer ein bisschen spannend, ne? Oh! Ich weiß, was es ist. Es ist das Schneemädchen von Eowyn Ivey. Da hab ich schon von vielen wirklich ja, Zauberhaftes gehört. Ich lese euch einmal den Klappentext vor und alleine das ist schon, ich glaube, es ist jetzt nicht explizit weihnachtlich, aber jedenfalls winterlich und es soll halt so ein bisschen magisch sein, aber auch sehr berührend. Alaska in den 20er Jahren. In dem Wunsch, neu anzufangen, zieht das kinderlose Paar Mabel und Jack nach Alaska. Das harte Leben in der Wildnis setzt den unerfahrenen Neusiedlern sehr zu. Mit dem ersten Schneefall überkommt die beiden jedoch ein schon verloren geglaubter Übermut und sie bauen zusammen ein Kind aus Schnee. Tags darauf entdecken sie zum ersten Mal das feenhafte blonde Mädchen zwischen den Bäumen am Waldrand. Woher kommt das Kind? Wie kann es allein in der Wildnis überleben? Und was hat es mit den kleinen Fußspuren auf sich, die von Mabels und Jacks Blockhaus wegführen? Eine hinreißend erzählte Geschichte über Einsamkeit und Lebensfreude, Liebe und Freundschaft, einen Kinderwunsch und dessen bittersüße Erfüllung. Ja, wie gesagt, es klingt so ein bisschen wie ein verschneites, zauberhaftes Märchen, aber eben auch symbolisch für viele ernsthafte Themen, die einen sehr berühren kann. Und ja, ich mag auch das Cover sehr. Und da haben, wie gesagt, auch viele von schon geschwärmt gehabt. Und sie hat auch noch ein weiteres geschrieben, das war auch winterlich, das war auch auf meiner Wunschliste. Ja, freue ich mich sehr drauf, drüber, drauf. Und jetzt haben wir noch das Dünne. Auch da habe ich jetzt, ja, anhand der Dicke kann ich leider noch keine Vermutungen anstellen. Und dann ist es schon vorbei. Darf ich bitte zurückspulen und nochmal auspacken? Ah, ja, das ist doch perfekt. Und zwar ist es der Tannenbaum des Todes, mehr als 24 schwarzhumorige Weihnachtsgeschichten von Markus Heitz. Ich bin ja sonst bisher noch nicht so auf den Markus Heitz-Zug aufgesprungen, muss ich sagen. Ich habe noch nichts von ihm gelesen und bisher hat mich das immer nie so richtig gereizt. Ich habe auf jeden Fall den ersten Teil der Uldart-Reihe auf dem Sub und will das auf jeden Fall auch probieren, weil da ja viele von schwärmen und das auch irgendwie
ja, aus der deutschen High-Fantasy-Riege eigentlich einer der größten Schriftsteller neben Bernhard Hennen, also der größten deutschen Schriftsteller ist. Und das hatte mich aber so angesprochen, weil das, glaube ich, auch sehr unterhaltsam sein kann. Und ja, auch hier werde ich euch einmal den Klappentext vorlesen. Böser die Glocken nie klingen. Ein rabenschwarzes Fest der Liebe mit Bestsellerautor Markus Heitz. Ein kleines Mädchen lehrt den Nikolaus das Fürchten, weil sie statt des gewünschten Xmas House of Horror einen rosafarbenen Pullover bekommt. Ein Rentierschlitten mit Startproblemen bringt nicht nur den Weihnachtsmann ins Schwitzen. Und verfluchte Christbaumkugeln, Weihnachtsmarkt, Horror und die unheiligen drei Könige sorgen dafür, dass dieses Fest zumindest eins ganz sicher nicht wird: langweilig. Von bitterböse über gruselig bis fies und witzig. Diese Weihnachtskurzgeschichten sind das ideale Geschenk für alle, die zum Fest mal eine Pause von übermäßiger Besinnlichkeit brauchen. Aber sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt. Ja, klingt total cool und das kann man ja auch fast wie so eine Art Adventskalender benutzen, auch wenn das mehr als 24 schwarzhumorige Weihnachtsgeschichten sind. Und ich finde das cool, dass hier auch so ein paar ja, Horrorelemente und düstere Elemente mit drin sind. Und das ist eine tolle Mischung. Ich denke mal, das hat sich Steffi auch so gedacht, dass wir hier was Besinnliches, Zauberhaftes haben und dann hier nochmal was Düsteres, Lustiges. Und ja, ich freue mich drauf. Und bin gespannt auf Markus Heitz Schreibstil, ob er mich vielleicht damit auch ein bisschen neugieriger machen kann auf seine epischen Geschichten, weil bisher, wie gesagt, konnte mich das noch nicht so richtig anziehen. Ja, aber es klingt so cool, da sind unheimlich coole Ideen dabei und normalerweise bin ich jetzt nicht der größte Kurzgeschichten-Fan, aber die sind so kurz und knackig und bestimmt auch sehr unterhaltsam. Vielleicht kann man davon auch mal eins, zwei irgendwie vorlesen am Weihnachtsabend oder so. Mal gucken, überlege ich mir nochmal oder am Adventssonntag, ob man da vielleicht was raussuchen kann, was man dann vorliest. Und ja, cool. Freue ich mich drüber. Ja, ein wirklich tolles Paket. Da war jetzt alles dabei, fürs leibliche Wohl, zum Naschen, etwas zum Duften, etwas zum Lesen, Tee trinken und ja, die interessante Tasse, die ich mir gleich nochmal angucken muss. Und ja, die hat mich bisher noch ein bisschen verwirrt. Und ja, bei dem hier bin ich mir halt auch nicht so sicher, wie ich das verwenden soll, dieses wunderschöne Schmuckstück hier. Weil, wie gesagt, wenn ich das hier mit reinlege, dann mache ich entweder ein Pieks ins Buch oder man muss es doch andersrum machen. Macht man das doch so? So, ne? Könnte man es machen. Ja, so ist es wahrscheinlich auch gedacht, ne? Ja, man muss es auch nicht immer so kompliziert machen. So, jetzt haben wir halt wirklich nur noch die Lichterkette und ein bisschen Deko im Paket. Und ach, das hat Spaß gemacht. Es ist so schön zu schenken. Natürlich ist es auch schön auszupacken, aber wenn es von beiden Seiten kommt, ist es wirklich toll. Und ja, davon zehre ich jetzt in der Vorweihnachtszeit. Und ich weiß nicht, so die ein oder anderen Dinge werden sicherlich nicht lange halten, so wie die Schokolade und der Tee werden sicherlich schnell weg sein. Und ja. Aber dann hat es auf jeden Fall seinen Sinn getroffen. Und jetzt bin ich natürlich so gespannt, wie Steffi ihr Paket findet und was sie so zu den Dingen sagt, die sie da drin entdeckt. Und ich hoffe auch, dass ihr viel Freude dabei hattet und vielleicht auch anderen eine Freude macht und euch selbst oder euch selbst eine Freude macht und euch etwas schenken lasst. Das ist einfach eine schöne Sache. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Und ihr müsst natürlich jetzt auch bei Steffi vorbeischauen im Video. Ich werde natürlich ihr Video unten verlinken. Und an dich, Steffi, nochmal ein großer Knutscher, ein großes Dankeschön und ja, drück dich aus der Ferne. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, besinnliche, lesereiche Vorweihnachtszeit. Lasst euch nicht unterkriegen und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.